Auch in diesem Jahr konkurrieren wieder internationale Naturfotografen um den Titel Wildlife Photographer of the Year. Wie dieses Foto eines Teppichs toter Heringe in Norwegen dokumentieren viele der Einrichtungen die Umweltzerstörung. Andere wiederum zeigen den Kampf ums Überleben, wie diese vier schwimmenden Geparden in Kenia. Aber auch das blutverschmierte Maul einer Löwin in Tansania schaffte es in die engere Auswahl. Der Titel Wildlife Photographer of the Year wird jedes Jahr vom britischen Natural History Museum und dem BBC Wildlife Magazine vergeben. Der Preis ist mit umgerechnet rund 11.500 Euro dotiert.